Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen Podcast und zwar Teil Nummer 2. Ja, es heißt mein neuer Coach. Ihr wisst es jetzt schon. Fabian Huber, mein Trainingscoach. Hast du einen, wie willst du genannt, Performance Coach? Gibt's da, hast du schon was überlegt? Ich habe mir da jetzt noch gar nichts überlegt, muss ich dir sagen. Also ich finde das mit dem Progress Coach so am besten. Das wäre auch mal was, ne? Finde ich eine gute Idee. Ja. Progress Coach, mein Progress Coach. Wir machen den Teil Nummer 2. Erstmal an dieser Stelle ein richtig fettes Dankeschön. Wir haben es gerade eben off-topic, bevor es losging, schon besprochen. Ich hatte so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt auf meinem YouTube das mit dem ganzen Training und so hochziehe, dass dann die Klicks runtergehen, weil sich keiner unseren Nerd-Talk hier anguckt. Aber es war das volle Gegenteil. Ich habe richtig viele Nachrichten gekriegt. Ich glaube, unser Teil 1 hat über 100 Kommentare. Also mega fett. Ich bin mega happy. Freue mich über jedes Like, über jeden Kommentar, über jeden, der mir auch irgendwie schreibt. Also da schon mal vielen, vielen Dank. Und jetzt gibt es für euch Teil Nummer 2. Ihr seht hier schon links meinen Trainingsplan. Wir haben im letzten Teil nur den Push A besprochen. Genau, genau. Ja. In diesem Teil machen wir ein bisschen weniger Laberei am Anfang und gehen heute nämlich mal meinen Trainingsplan durch. Dazu können wir eigentlich gleich schon mal anfügen, dass wir noch mal eine Menge umgestellt haben. Aber ich würde dann einfach hier den Trainingschef jetzt das Mikrofon übergeben und dann kannst du mal loslegen. Nee, klar. Ich meine, ich glaube, jetzt gehen wir heute direkt in die Vollen, nachdem es letztes Mal viel Theorie war. Also auch erstmal noch von meiner Seite aus, auch danke an alle deine Zuhörer und Zuschauer. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen. Es hat mich auch einfach sehr gefreut zu sehen, dass wirklich Bock auf Training da ist und ich sag's mal, Bock auf eine Veränderung in der deutschen Landschaft. Das ist richtig. Ja, abgehen. Mann. Also von daher, ja, gebt wieder Vollgas in den Kommentaren hier. Lasst das Engagement mal hier richtig abgehen. Und ja, also wer jetzt letztes Mal aufmerksam zugeschaut hat, wird jetzt sehen, dass der Push-A-Tag ein bisschen anders aussieht. Und deswegen also vielleicht von mir jetzt erstmal ein paar Gedanken dazu, warum. Und auch an den anderen Tagen mal ein bisschen was geändert. Das werden wir vielleicht mal versuchen, das vorher, nachher zu beschreiben. Niemand schreibt sofort den perfekten Plan. Das ist immer das Wichtige. Es gibt ein Konzept und natürlich spricht man das durch. Und natürlich haben wir auch vorher beim ersten Plan gesprochen, so was sind die Übungen, kannst du damit so leben und so weiter. Aber die Praxis ist eben immer was anderes. Und da muss man halt eben immer gucken, wenn man reingeht und das trainiert, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das war jetzt hier auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich glaube, das Erste, was ihr jetzt sehen werdet, letztes Mal habt ihr durchgehend 4 bis 6 Reps im ersten Satz gesehen. Jetzt seht ihr hier 6 bis 8 im ersten, teilweise sogar 8 bis 10 im zweiten. Und das zieht sich auch schon fast ein Volumentraining jetzt hier. Das stand, im Prinzip stand vorher überall im ersten Satz 4 bis 6. Und das ist vielleicht auch erstmal wichtig für jeden zu sagen, das ist keine magische Rap-Range. Es geht einfach jetzt hier darum, so wie wir es letztes Mal gesagt haben, je niedriger die Rap-Range, umso besser ist es von den Regenerationskapazitäten, aber natürlich nur, solange es die Übungsausführung nicht einschränkt. Und ich sag mal, wir hatten jetzt, glaube ich, ein paar Übungen, wo du gesagt hast, so, ich struggle ein bisschen mit den ganz tiefen Wiederholungen. Und letztendlich, wie gesagt, wir reden da von einem Kontinuum. Und ob man jetzt 4 bis 6 oder 6 bis 8 macht, das Ganze erfüllt seinen Zweck. Wie wir es hatten, für Stabilität. Für Stabilität ist es immer noch unter 10. Aber sag du gerne erstmal, was du sagen wolltest. Ja, ich wollte das nur sagen. Es ist nur eine klitzewinzige Änderung. Und von der Gesamtermüdung ist das ja in Relation betrachtet jetzt so kein großer Schritt, weil mir auch so viele geschrieben haben auf diese 4 bis 6, als wenn das so eine magische Zahl ist, wo man Muskeln aufbaut und sobald eine siebte schafft, ist wieder ist dann Muskelaufbau vorbei. Also es lag echt, eigentlich hast du es perfekt erklärt, das liegt nur daran, dass man halt erstmal versucht mit so wenig, ich sage jetzt immer das Wort, das mögen immer alle nicht, Junk-Volumen, weil das glaube ich auch so ein bisschen hochgepusht wurde, also mit so wenig Wiederholungen, die jetzt uneffektiv sind oder beziehungsweise wenn man 15 Wiederholungen macht, hat man einfach eine Menge Abfall, den man erzeugt, um halt auf die effektiven zu kommen. Und bei 4 bis 6 hat man das eben nicht. Das war, glaube ich, der einzige Grund. Genau. Und so einfach ist es. Also wie gesagt, ich meine, arbeitet damit, womit ihr am besten arbeiten könnt. Geht so tief, wie es eben die Übungsausführung nicht beeinflusst. Und natürlich auch, ich meine, weiß nicht, was wir letztes Mal gesagt haben, ey, wenn ihr Schmerzen habt und eine Übung schmerzfrei im 12 bis 15 Bereich ausführen könnt und keine Alternative dafür habt, natürlich sollte ihr jetzt nicht auf die Schmerzen draufprügeln mit tiefen Reps. Wie ist es? Und das ist halt eben das Wichtige, ne? So ein Plan, es gibt jetzt nicht den Plan, kopiert ihn nicht, jo. Ey, dann, heute ist noch kein Q&A, aber dann gebe ich dir jetzt eine Frage weiter. Ich kann sie in meinem Kopf beantworten, aber das wurde ich tatsächlich auch voll oft gefragt.
Es ist oder für passive Strukturen, Sehnen, Gelenke etc. Tiefe Wiederholungszahlen schlimmer oder nicht? Sie sind, vorausgesetzt du bist gesund, besser, weil du erreichst also im Prinzip das, was wir sehen, ist, du siehst bei schwerem Training, siehst du ein steiferes Gelenk, bei Ausdauersportlern oder generell eben bei Kraftausdauer und Ausdauersportarten siehst du größere Gelenkstrukturen. Ein größeres Gelenk ist aber kein steiferes Gelenk. Und was du ja haben möchtest, ist, wir haben niedrige Wiederholungen, wir haben eine hohe Last und du möchtest, dass das Gelenk und die Sehnen die Kraft bestmöglich übertragen. Das heißt, je steifer diese Strukturen sind, umso besser ist der Kraftübertrag. Und natürlich, wenn ein Gelenk nicht nachgibt, ist der Muskel auch in einer stabileren Position und hat dementsprechend weniger Verletzungsrisiko. Das heißt, im Prinzip, wir können das sagen, ich hätte auch, jeder kann das gerne nochmal schauen, ich hätte bei einem von deinen Kommentaren unter dem letzten YouTube-Video da auch einige Studien zu drunter gepostet. Es deutet alles eben darauf hin. Und man muss eben immer wieder sagen, Wissenschaft gibt uns Hinweise. Und ich kann jetzt eben sagen, also mein Trainingspartner ist 57 und trainiert genauso schmerzfreier denn je. Einer von meinen Athleten ist 48 und trainiert schmerzfrei. Und das ist, aber na klar, wenn du jetzt eben sagst, hey, ich habe irgendwie seit 15 Jahren eine zerstörte Schulter, ich kann die nicht richtig belasten, jo, dann habe ich natürlich auch Athleten, wo ich dann eben sage, was ist das Tiefste, was dir möglich ist? Und wenn das Tiefste, was möglich ist, 15 sind, dann sind es eben 15. Also das muss man halt eben immer im Kontext sehen, aber ich würde zumindest versuchen, immer schwere Elemente eben einzubauen, um diese Adaptionen zu erreichen. Und das ist auch übrigens auch einer der Gründe, die eben für mich massiv gegen Periodisierung sprechen und wo eine Periodisierung auf 15 bis 20 Reps sogar das Verletzungsrisiko erhöht, weil diese Adaptionen, die Steifheit von Gelenken, Sehnen und Bändern sind temporär. Das geht auch wieder zurück, wenn du es nicht dementsprechend schwer belastest. Okay. Also, ja, krass, jetzt bin ich ruhig. Wahrscheinlich könnten wir einen Teil 4 machen, wo nur ich Fragen stellen darf sogar. Das würde auch reichen. Das können wir auch machen. Ja, nee, und ich glaube, dann, ich meine, wir springen einfach mal mitten rein. Ich meine, wer jetzt aufmerksam schaut, beziehungsweise kann der Videograf nochmal den alten Push-Tag gleich einblenden, wenn er den Screenshot noch hat. Wer da jetzt hinschaut, sieht nicht nur die angepasst. So, Franz Wacker hat acht kurz gehangen. Hörst du mich noch? Ja, ne? Du warst gerade eben einmal Stillstand, oder weg? Ja. Ja, jetzt okay, alles klar, weiter geht's, ja. Nee, im Prinzip ist aber ein Butterfly am Anfang. Und was ist der Grund? Ich meine, du hast gesagt, wir haben an beiden Tagen hatten wir eine flache Drückvariante zuerst. Und im Prinzip haben wir eben sehr drücklastig gearbeitet und du hast eben gesagt, hey, ich spüre schon wieder die Schulter leicht zwicken. Und ich finde, es ist immer sehr wichtig, bei sowas früh zu reagieren, weil das ist eben der Punkt. Auf dem Papier ist die Hammer Strength Brustpresse halbwegs ergonomisch. Wie war das? Die Lastkurve ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist jetzt nicht so wie ein Flachbankdrücken, wo du mit dem Ellenbogen hier in so eine Abduktion gezwungen wirst und sofort das Schultergelenk kaputt machst. Aber es hat eben Probleme gemacht. Und dann haben wir eben gesagt, gut, okay, was können wir jetzt machen? Letztes Mal haben wir schon festgestellt, wir hatten keine anderen sinnvollen Drückvarianten mehr und man konnte eh ein Argument machen, sage ich mal, dafür, dass wir ein bisschen Isolationsübungen noch mit rein können. Und jetzt haben wir eben gesagt, hey, dann können wir auch die Isolationsübung gleich an den Anfang stellen. Einfach nur, dass wir eben sagen, hier nochmal ist es im Prinzip ein gutes Aufwärmen für Brust und Schulter. Natürlich ist es vom Reiz her genau das Gleiche. Und dann steht jetzt hier vordere drei Viertel. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Übungen, die im Stretch sind, überproportional viel Output kosten. So, und was man jetzt immer bedenken muss, auch wenn wir von Teilwiederholungen sprechen, wenn ich eine Isolationsübung wie ein Butterfly mache, es arbeitet immer nur die Brust. Es arbeitet nicht ein anderer Muskel, nur weil ich die Range of Motion ein bisschen kürze. Aber so haben wir zwei Effekte. Wir haben erstens so ein bisschen diese gedehnte Position, die auch nochmal ordentlich Druck auf die Schulter macht, rausgenommen. Und zweitens kostet uns das Ganze weniger Output. Und das Schöne ist ja auch, weil wir weniger im Stretch trainieren, verbrauchen wir weniger Ressourcen und haben deswegen auch einen dritten Satz noch eingefügt. Das heißt im Prinzip, wir haben hier eine Anpassung getroffen für die Schultergesundheit und eben damit, dass wir trotzdem die Ermüdung in der ersten Übung klein halten. Und gerade eben, das seht ihr auch, gerade bei allen Isolationsübungen sind jetzt im zweiten und teilweise auch im ersten Satz eben 8 bis 10 drin, einfach nur für dein Feeling halt. Ne? So, that's it. Und voll witzig, habe ich mir auch, ich weiß gar nicht, letztes Mal haben wir es auch schon erzählt, ne? Vor 3 Jahren haben wir schon mal zusammengearbeitet und da haben wir es, weil es jetzt, ich bin ja schon alt, aber weißt du, wenn so bei alten Menschen, wenn die nochmal Sachen sehen, was wir schon mal früher gesehen haben, dann kommt das irgendwann wieder ins Gedächtnis. Und ich weiß sogar, dass wir bei mir auch angefangen haben, damals mit dem Butterfly dann irgendwann zu arbeiten und haben quasi die gestretchte, also die gedehnte Position hinten ausgelassen. Das ging sehr gut. Wir haben das bei mir damals auch, glaube ich, umgestellt, nachdem ich schon ein paar Durchläufe durch hatte,
Und damals hat es mich tatsächlich nicht eine Wiederholung Progress gekostet für die nächste Push-Übung. Und ich meine, da können wir ja auch können ein kleines Goodie schon mal reinwerfen. Die Leute wollten ja auch Nerd Talk haben. Warum ist eine gedehnte Position erschöpfender? Und zwar nicht, weil der Muskel irgendwie auseinandergezogen wird oder so ein Quatsch. Es gibt ja oftmals auch den Gedanken, dass ein Muskelschaden irgendwie mechanisch verursacht würde, weil der Muskel eben auseinandergezogen wird. Ist aber Quatsch. Du kannst quasi im Studien, da werden isometrische Kontraktionen, hier wird ein Bizeps so gemacht, also Bizeps in voller Kontraktion, 30 Sekunden halten bis zum Muskelversagen. Und siehe da, trotzdem habe ich Muskelschaden, obwohl der Muskel nicht mechanisch auseinandergezogen wird. Das heißt, das ist nicht der Grund. Wir haben letztes Mal über Calcium-Ionen gesprochen. Calcium-Ionen sind quasi der Botenstoff, der eben dann Actin-Myosin-Cross-Bridging, also die Muskelkontraktion, ermöglichen. So. Und im Prinzip, jetzt einfach gesagt, diese Calcium-Ionen kommen in Muskel, ermöglichen Kontraktion, aber es kommen mit der Zeit immer mehr rein. Und irgendwann sind die Mitochondrien nicht mehr in der Lage, diese Calcium-Ionen abzutransportieren. Und sobald quasi Calcium-Ionen nicht für die Kontraktion verbraucht werden, aktivieren sie Proteasen im Muskel, also im Prinzip, sag ich mal, Dinger, die Entzündungen hochfahren. Und diese Entzündungen, diese Proteasen verursachen eben dann darauf folgend den Muskelschaden. So, und das heißt im Prinzip, du hast diesen einen Effekt, dass du einen lokalen Muskelschaden verursachst. Und zweitens hast du dann im Prinzip noch etwas, dass sich im ersten Moment Myokine, wenn es im Muskel nennt, kommt, und zwar im zweiten Moment Zytokine im System. Das ist quasi einfach nur wie eine Art eben Entzündungsbotenstoff, der in deinem System rumschwirrt. Und das ist dann der zweite Grund, warum im Prinzip das Training gegen Ende hin anstrengender wird, Übungen am Ende vom Training weniger effektiv sind, weil im Prinzip auch deine systemische Entzündung ansteigt, dadurch eben dann das Training gefühlt anstrengender wird und du eine geringere Aktivierung erreichst. Selbst wenn ich den ganzen Tag nur Pull trainiert habe und dann eine Push-Übung machen würde. Genau. Also es gibt quasi Studien, wo ein Ganzkörpertraining in verschiedenen Reihenfolgen gemacht wurde. Einmal Beinbeuger als einzige Übung für den Beinbeuger, und zwar einmal als erste und einmal als achte Übung, und der Reiz in der achten Übung war quasi ein Bruchteil davon. Und deswegen ist halt, und aber auch hier wieder, nehmt das nicht als ganz harte Regel, wenn ihr jetzt eine begrenzte Auswahl habt und ihr habt nur Übungen, wo ihr die Brust in einer halbwegs gedehnten Position trainieren könnt oder sowas halt, ne? Meine Güte, das ist, wie gesagt, es geht immer um das Gesamtbild, ne? Die Reps so tief wie möglich, die Übungsauswahl so sinnvoll wie möglich von kurz zu lang, aber eben nicht überdenken, ne? Aber im Prinzip das, ich versuche mal zwischendurch so ein Zeug reinzuschmeißen, und dann, wenn ihr Voll das gut. feiert, macht Alarm dafür. Ja, gerne. Ich bin dann hier der Nicht-Nerd. Sag's mir nochmal auf Deutsch, warum ich in der gedehnten dann, also ich lasse die gedehnte aus, weil die gedehnte auf jeden Fall mehr Ermüdung erzeugt. Genau. Aber warum produziere ich dann mehr Abfallprodukte in der gedehnten als in der verkürzten? Weil gerade hast du ja gesagt, in der verkürzten hat man es genauso. Du hast mehr davon. Du hast mehr Ah, davon. okay. Das ist quasi das Problem. Und jetzt hast du noch ein Thema. Diese Entzündungsprodukte, die werden quasi von deinen Mitochondrien abtransportiert. Und im Prinzip die Typ-1-Muskelfasern, das sind ja auch die eben größtenteils schon durch Alltagsaktivität hypertrophiert sind, die haben mehr Mitochondrien. Das heißt, die können besser dieses Zeug abtransportieren. So, je härter der Satz wird, je höher die Aktivierung wird, umso höher wird die Aktivierung der Typ-2-Muskelfasern. Typ-2-Muskelfasern haben weniger Mitochondrien. Das heißt, sie können weniger gut mit diesem Stress umgehen. Und das ist eben auch wieder ein Grund für das Gesamtmoderatvolumen sozusagen, weil die Muskelfasern, die das größte Hypertrophiepotenzial haben, sind auch gleichzeitig die, die am anfälligsten sind für diesen Schaden. Und im Prinzip können wir es machen. Jetzt ist deine Prep, deswegen machen wir dieses Experiment nicht. Aber du würdest sofort einen Impact auf die Folgeübungen, vor allem auf die folgende Brustübung an vierter Stelle merken. Wenn wir jetzt Würde sagen ich. würden, du gehst voll in die Dehnung, hältst die vielleicht noch eine Sekunde und machst davon dann drei Sätze, dann wäre es ein anderer Impact, als wenn du das hier machst. Ja. Also. Also kommentiert für Nerd-Kommentare, ich bin dafür. Absolut raus damit. Ja, Ja. und dann an zweiter Stelle stand die Hammer-Schulterpresse. Und da war es also auch, wie gesagt, Übung ist okay, aber fühlt sich auch schon ein bisschen nach Druck auf die Schulter an, glaube ich, ne? Ja, ich wollte jetzt einfach einmal meine Schulter wieder safe haben, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass mir das sonst vielleicht am Ende. Also dazu, am Ende der Prep weiß man ja auch, als Bodybuilder ist man generell eh schon anfälliger. Und wenn es jetzt am Anfang der Prep schon Probleme macht, dann habe ich einfach gesagt, komm, dann lass uns das Ding irgendwie so umbauen. Und wir schmeißen die. Achso, steht, also kommt ja gleich. Wir schmeißen die ein bisschen weiter nach hinten, dann macht die nicht so viel. Aber ich konnte ja auch gar nicht 100% aussagen, ob es jetzt die Hämmer war. Es war einfach, dass ich meine Schulter nach den Gesamtzahl der Wiederholungen und der Übung wieder gemerkt habe.
Und hier reine Präferenzfrage. Das hier ist eben das, was man in der Zusammenarbeit rausfindet, weil die Hämmer-Schulterpresse ist in der verkürzten Position sackschwer. Also von der sinnvollen Reihenfolge her hat sie da gut hingepasst, aber eben Ja. von deinem Feedback nicht. Und von daher einfach nur hier im Prinzip getauscht und beim Seitheben hat man jetzt auch gesagt, gut, okay, die Maschine war jetzt vielleicht nicht so 100%. Ich hatte jetzt auch selbst nochmal eine neue Variante getestet. Steht Die jetzt war super. Seitheben Kabel unilateral Bank, also im Prinzip einfach nur eine Bank, du brauchst ein höhenverstellbares Kabel. Wisst ihr, aber das sollen die Leute da in Push Day gucken, dann sehen sie das nächstes Ja, Mal. kommt als Also nächstes. dranbleiben. Also Ja. dranbleiben. aber im Prinzip, was haben wir hier erreicht? Unilateral und auf der Bank. Wir liegen auf der Bank, das heißt, wir haben keine Koordinationsschwierigkeiten. Wir machen es unilateral für höhere Aktivierung, also von daher super Übung, passt alles und dementsprechend gibt es auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ne? Und der Rest. Ich glaube, da können wir ein bisschen schnell durch, dass wir zu den anderen Tagen kommen. Also JM-Press, Ja. Multipresse passt. Hammer Shoulder Press ist einfach nur nach hinten gerutscht. Genau. Gerade die Trizeps Extension haben wir jetzt auch im ersten auf 8 bis 10 gesetzt, weil du gesagt hast, der Tod kam ein bisschen sehr schnell sozusagen bei den niedrigen Reps. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich bin einer, ich brauche einfach, dass ich so um eine oder zwei noch am Ende kämpfen kann. Und bei dem Vierer, Sechser, da ist wirklich 1-0. Ne? Da ist 4 Ja, 5 Nein. Ne? Und da muss man halt eben sagen, und wie gesagt, hier reden wir auch wieder von Präferenz und von Spaß am Training. Auf dem Papier hast du deinen Reiz erreicht, wenn bei 4 einfach nur 1-0 Ja, Feierabend ist zu sagen ja. halt, ne? Aber warum sollst du nicht minimalst 0,1% Nachteil in Kauf nehmen, um eben befriedigt und mit Spaß aus dem Training zu gehen? Nicht zu denken, so jetzt kommt die Scheiße hier wieder nach 4 Wiederholungen, ich hab echt keinen Bock auf das überhaupt zu machen. Und da, danke, dass wir das nochmal sagen. Und das ist auch das, was die Leute, glaube ich, mal einfach verstehen müssen, wenn wir hier anfangen mit HIIT-Training und oh, diese ganze Scheiße, das ist mir alles so wissenschaftlich. Ihr müsst es erstmal gar nicht selber machen, kommt einfach zu Fabi oder zu irgendjemandem, der Ahnung davon hat. Und dann sind es ja genauso Sachen. Was kosten mich jetzt so 2 oder 3 Wiederholungen mehr in der Trizepsübung? Also, wie Fabi gesagt hat, 0,01%. Aber wenn ich jetzt da hingehe und ich denke mir so, ja, Mann, geil, 8 bis 10 Wiederholungen, das ist genau mein Ding. So, dann habe ich diese Prozent locker mit meinem Einsatz, den ich dann da reinlege, wieder rausgeholt, wie wenn ich da jetzt hingehe und mir denke so, oh, wieder nur 4 bis 5, da habe ich keinen Bock drauf. Also von daher, ja. Fabio macht hier wieder einen Hänger. Ich mache so ein paar Grimassen, solange bis Fabi wieder da ist. So, jetzt. Was? Jetzt. Ich mache hier Spaß, weil Fabi immer zwischendurch Pause macht. Ich habe keine Hänge Ahnung, ich wie auch lange bei Pause dir? geht. Du hast kurz gehangen, ja, aber egal. Aber siehst du doch noch, Aber also bei mir habe ich mich bewegt, egal. Gucken mal, was da raus wird zum Schluss. da immer noch ein paar kleine Hänger drin, aber egal. Also, nee, du hast gesagt eben, du kannst um die 8 bis 10 kämpfen. Und das ist auch das, was ich noch dazu sagen wollte halt. Motivation ist absolut relevant und Motivation ist auch absolut ein messbarer Faktor auf Output. Ja, geil, hast du nicht mehr gehört, Hier habe ich auch gerade so gesagt, aber mit meinen Worten, genau. Ja, ich habe auch gemeint, die Motivation, die man dann extra hat, weil einfach der Spaßfaktor wieder hoch ist, die holt auch diese 1, 2 oder 0,5% wieder rein, die man jetzt vielleicht nicht mehr 100% sich an das Science-Based hält. deswegen, ja, und deswegen sage ich auch immer, na klar, für jetzt jemanden außenstehend, der sich noch nie mit Training beschäftigt hat, wirkt das wie, das ist das eine Konzept, das ist nicht das eine Konzept. Es folgt bestimmten Prinzipien und ich würde mich in allen Belangen, in allen Coaching-Belangen und auch in allen Lebensbelangen vor Leuten hüten, die schwarz-weißen, die sagen nur genau so. Es ist nie ganz genau so. Ja. Und Ja. dementsprechend, ja, das ist der Push-Tag. Plank hast du in deiner Mobility-Routine mit drin, hatte ich jetzt nur mit reingeschrieben, dass es sinnvoll ist zu machen, aber ist da. Genau. Ja, und jetzt kommt der Pull-Tag und ich würde mal sagen, das ist so der Tag, wo der jetzt schon richtig gut sitzt. Genau. Der lief von Anfang an einfach wie eine 1. Den hatte ich auch heute. Ihr seht das, ich bin glücklich, ich grinse. Wenn Training gut ist, dann ist der Tag einfach perfekt. Und ich sag's mal hier, also im Prinzip, erstmal allgemein, woran denke ich beim Rückentraining? Erstmal, ich denke nie, ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sagen, ja, welchen Muskel trainiert das ja den ganzen Rücken? Die Rückenmuskeln haben grundlegend andere Funktionen. Und letztendlich, wenn eine Übung den ganzen Rücken trainieren soll, dann werden eben viele Muskeln mitbelastet, aber es kommt trotzdem nur einer ins Versagen. Und es ist immer, jetzt klar, man hat vielleicht Überzüge oder sowas halt auch als isolierte Bewegungen, aber grundsätzlich sollte immer, sag ich mal, ein Zielmuskel so viel wie möglich arbeiten. Gerade bei Fortgeschrittenen ist es umso wichtiger. Und dementsprechend gehen wir hier mal rein. Also im Prinzip für mich 4 Bewegungsmuster.
Im Prinzip kann ich den Vorteil zu machen, diese vier Bewegungsmuster, die kann sich jeder ganz einfach merken. Es ist ein Latzug im breiten Obergriff, es ist ein Rudern im breiten Obergriff, es ist ein Latzug auf Sagittalebene und es ist ein Latrudern eben auf der gleichen Ebene. So, von diesen vier Bewegungen kann sich jeder die besten raussuchen, die er in seinem Studio hat. Und bam, fertig. Braucht doch keinen wissenschaftlichen Coach mehr, das war's. Und im Prinzip hier wieder, ich meine, so stabilisiert wie möglich und dementsprechend, wir fangen mit dem Hammer-Lat-Pulldown aus, Kommentaren steht oberes Viertel auslassen. Das ist immer so das, was wir denken, so, oh, ich muss meinen Lat stretchen. Und das ist einfach, ein Muskel. Darfst du mir den Trickelsack mit dem Latte anspannen? Hau den mal ruhig raus. Ich glaube, das mache ich nämlich seit 3 Jahren auch bei jedem und dann verstehen es die Leute. Was meinst du, welchen meinst du jetzt? Wenn du deinen Arm hebst vor dem Körper und jetzt einfach mal deinen Lat anspannst, dann sieht man ja, bis wo, also mein Arm kommt jetzt so bis hier. Würde ich jetzt so meinen Lat freigeben, also hier ist er auch maximal gedehnt, würde ich den jetzt so freigeben, kriege ich meinen Arm ja noch viel, viel höher. Aber dieses Stück, bis der Lat jetzt wieder anfängt zu arbeiten, nämlich erst hier, ist ja dann quasi dein oberer Rücken, der genau quasi diesen kleinen Weg übernehmen muss. Also du hast halt im Prinzip, muss man immer sagen, beide Latzugbewegungen, der von vorne und der von der Seite sozusagen, sind immer integrierte Bewegungen, wo du nie, es gibt kein Teres Pulldown. Es gibt eine Range, wo der Teres Major einen besseren Hebel hat und der ist tendenziell, sobald der Arm auf beiden Ebenen tendenziell über 110 Grad ist. Also so, hier sind 90 Grad, ungefähr bis 110 Grad kann der Latissimus gut arbeiten. Und jetzt, wenn ich jetzt höher gehe, und deswegen steht bei dem Hammerlat Pulldown auch Teres und Rear Delts und nicht Lats. Hier oben, diese Range hier erstmal von da oben kommt, die ist super gut für den Teres, weil er, wie gesagt, hier aktiver wird in der höheren. Und die hintere Schulter arbeitet hier auch mit. Das kann sich jeder abfilmen, anfassen lassen, wie auch immer. Einfach nur, gerade für die hintere Schulter immer sehr schön, lasst mal jemanden filmen. Kann man jetzt hier schon sehen, wenn ich jetzt hier greife sozusagen, Anfang und Ende von meiner hinteren Schulter und ziehe runter, dann sehe ich, oh, meine Finger sind aber ganz schön da zusammengerutscht. Ach, mach nochmal, ich habe nicht auf die Finger geachtet. Mach nochmal. Wenn ich jetzt hier anfange, hier ist meine hintere Schulter. Ja, ja. Jetzt ziehe ich runter. Wo sind denn meine Finger hier? Ja, der Muskel verlängert und verkürzt sich. Überraschung. Mhm. Und dementsprechend, klar, wenn du ganz runterziehst, kommt auch der Lat mit rein halt. Ne? Aber das ist erstmal der Gedanke. Und ich meine, du hast gesagt, so ein bisschen jetzt gerade, ich meine, die Latpose ist stark, aber du hast gesagt, hey, Teres hängt ein bisschen hinterher. Von daher einfach nur eine Frage der Priorisierung, das, wo der Teres am besten mitarbeitet, eben an den Anfang zu nehmen. Jordan Peter sagt ja auch immer, erste Übung Zug von oben. Würdest du das unterschreiben oder ist das jetzt tatsächlich ein Zufall, weil es gerade in dem Programming von meinem Trainingsplan gepasst hat? Also ich finde, wäre jetzt hier Zufall. Also ich würde tatsächlich nach Priorisierung gehen. Also ich würde nach Priorisierung der Rückenmuskel gehen quasi. Jetzt unterm Strich, wenn ich jetzt überlege, wie meine Pulltage für meine Athleten aussehen, würde ich sagen, 90% fangen trotzdem mit einer Zugübung von oben an. Ich würde auch, also bei dir? Ich würde jetzt auch sagen, ich würde jetzt nicht irgendwie mit einer schweren Rudervariante im Obergriff anfangen. Also gefühlt ist es besser, man könnte jetzt auch noch ein Argument machen, dass bei Latübungen, also sowohl Latzug als auch Latruderbewegungen, dass ja im Prinzip Trapezrhomboideen trotzdem das Schulterblatt stabilisieren müssen, dass es sich eben nicht bewegt. Ne? Ja. Von daher könnte man jetzt nochmal sagen, hey, es ist sinnvoll, wenn man Trapezrhomboideen vorher nicht ermüdet, damit sie eben besser stabilisieren können. Ne? Könnte man sagen. Aber wenn jetzt jemand einen ultra breiten, aber nicht tiefen Rücken hat, würde ich trotzdem eben den Trapez oder was an den Anfang stellen. Aber wenn ich jetzt so einen Fokus-Dichte-Tag, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher sagen, da habe ich sogar 50-50. Genau, richtig. Also wie gesagt, eine Frage von Prioritäten. Und hier, ihr seht auch hier die ersten drei Übungen alle einzeln. Thema vom letzten Mal schon, unilateral bessere Aktivierung. So, das Hammer Strength Latrudern. Das ist das, was alle immer im Stehen machen. Das kann man auch im Stehen machen, da kommen wir noch am anderen Tag zu. Im Prinzip, man verändert einfach nur damit, wenn man steht. Der Bewegungsablauf ist im Stehen vielleicht auf dem Papier ein bisschen besser, aber hauptsächlich verändert man damit einfach nur die Lastkurve, ob es eben am Anfang oder am Ende am schwersten ist. Ja. Auch hier, gerade wie jetzt eben, wenn man normal drauf sitzt, wie du es an dem Tag tust, ist halt in der verkürzten Position schwerer, das ist nichts Schlimmes. Das ist so ein bisschen eben das, wo die Leute jetzt eben denken, oh, ich muss alles in einer so gedehnt wie möglich Position trainieren. Ja, das ist eine super Variante, um sich ins Nirvana zu schießen, auch wieder beim gleichen Volumen. Wenn du jetzt, sag ich mal, ein ganzes Rückentraining an Prime-Maschinen machen würdest und du würdest am ersten Tag immer die kurze Position überladen, am zweiten Tag die gedehnte Position, dann würdest du am zweiten Tag denken, du hast einen Schlag in die Fresse bekommen. Ja, und das ist halt eben der Unterschied. Dann,
Ja, die Hammer Lowrow, ich meine, da hatten wir auch am Anfang, da war es auch am Anfang noch ein bisschen kritisch, weil, also ich sehe es auch nicht anders, Ja. als im Prinzip trapezfokussierte Rudervarianten unilateral zu machen, erfordert ein bisschen mehr Stabilisierung. Das, was da halt gerade bei der Lowrow das für mich ermöglicht, ist, dass dieses Ding diesen Knauf hat, sozusagen hinter dem Brustpolster, wo man sich festhalten kann und so echt gut stabilisieren kann. Ne? Ansonsten hier, ich meine, je nachdem, um jetzt auch wirklich hier alle Fortschrittslevel abzuholen, was wir noch nicht gesagt haben, immer wichtig, wenn ihr den Latissimus trainieren wollt, wir haben es jetzt vorhin so beiläufig gesagt halt, ne? Bei Latissimus-Fokus, das Schulterblatt soll neutral bleiben. Das soll sich jetzt nicht, wenn ihr jetzt einen Latzug macht, sollte hier nicht das hier passieren und bei Rudervarianten genauso wenig. Ein bisschen Bewegung ist jetzt nicht schlimm, nicht verkrampfen, aber tendenziell soll hier einfach nur gedanklich mal der Ellenbogen Richtung Hüfte geführt werden, ohne dass hier irgendwas passiert. Das ist einfach der Gedanke dahinter. Ja. Und dann kommt der missbrauchte Latzug im Obergriff. Da ist auch, ich sag mal, du freundest dich an. Und ja, was ist das jetzt so für jeden, der ein Training verfolgt? So, ist das jetzt ein teres Pulldown? Ist das ein Upper Back Pulldown? Ist das ein Lat Pulldown? Ja, das ist, glaube ich, so die goldene Frage. Ich meine, ein Upper Back Pulldown ist es einfach nur, wenn ich mich dabei so weit zurücklehne, dass es halt eigentlich schon eine Rudervariante ist. Ja, Ja. Überraschung, wenn ich das Ding horizontal nicht mehr vertikal ziehe und irgendwie da fast am Boden hänge, dann wird das ein Upper Back Pulldown. Absolut, ja, ein sehr, sehr Ja, stabilisierter. Und ansonsten ist es, ob das ein Teres oder ein Lat Pulldown ist, hängt einfach nur wieder von der Range of Motion ab. Wenn ich jetzt eigentlich von der Griff. Ja. genau, also wenn ich jetzt hier die Ellenbogen sehr hoch bringe, dann wird es sehr viel Teres sein. Hier steht aber auch jetzt oberes Drittel sogar auslassen. Warum? Wir haben den Teres ganz am Anfang schon erwischt und ich mag es halt einfach nur. Du könntest quasi die Latzüge auf beiden Ebenen machen, den hier und den breiten, und könntest beide volle Range of Motion machen, hättest halt bei beiden Teres und Latz drin. Aber ich finde halt eben, wieder hier gezielt arbeiten. Von vorne haben Teres und hintere Schulter einen besseren Hebel als von der Seite. Und das, was die Leute vergessen, es gibt jetzt immer nur noch den Iliac Lat Pulldown für die unteren Latanteile. Tatsächlich ist ein Latzug auf Frontalebene, also ein breiter Latzug. Wenn ich hier quasi der Bereich von 90 Grad bis hierhin, in dieser breiten Ebene, ist hervorragend für die unteren Latanteile. Und dementsprechend versuchen wir, so tief wie möglich runterzuziehen und sparen uns dieses obere Drittel aus, was wir schon am Anfang mitgenommen haben. Das ist der einfache Gedanke dahinter. hier haben wir noch eine Kadenz, also wir haben hier eine Spitzenkontraktion. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen, genau, dass wir hier jetzt quasi noch die zwei hier stehen haben an zweiter Stelle, also dass eben auch hier eben genau, weil da unten der untere Radanteil aktiv ist, halten wir nochmal extra nach. Ne? Kann man immer und überall machen, um es zu betonen, sage ich mal. Ich würde jetzt immer gucken, das Einzige, was ich inzwischen gar nicht mehr mache, ist in gedehnten Positionen zu halten, auch wieder aufgrund von Muskelschaden einfach. Wenn du Adaptionen hast, die du aus der gedehnten Position mitnehmen kannst, dann nimmst du die auch mit, wenn du sie einfach nur erreichst diese Range. Du musst sie nicht halten. Ja, und dann im Prinzip zum Schluss, auch für jeden, also im Prinzip für jeden mit Armschwäche vielleicht mal gesagt, das mache ich auch selber. Ihr könnt an Pulltagen auch einfach mit Bizeps starten. Die Leute sind immer so geschockt, so, oh mein Ja, Gott, wie soll das denn stimmt. Dein funktionieren? Training, ja. Das tut sich nichts. Zieht Zughilfen an und der Bizeps wird euch auch bei den Pullübungen nicht, bei den Zugübungen nicht im Stich lassen. Priorisierung vom Muskel. Und ja, jetzt hier im Prinzip eine Bizeps, eine Brachialis-Übung und kleiner Nerd-Ausflug. Oh ja. Kleine Muskeln vertragen mehr Volumen, sagt man immer. Und das ist ja, was ist das für eine Logik? Ja, warum? Weil es ein kleiner Muskel ist. Und Stimmt, Schulter erzählen. Jeder erzählt, oh ja, Schulter braucht mehr Volumen. genau, das ist ja, warum? Es gibt keinen objektiven Maßstab. Irgendwer hat sich's mal ausgedacht. Aber ich gebe euch gerne einen objektiven Maßstab, aber es gibt zwei Sachen. Erstens, ich kann die freiwillige Aktivierung von einem Muskel messen. Das heißt im Prinzip, ich sage einem sozusagen halt eine isometrische Kontraktion so lange, wie es geht. Und dann kann ich quasi messen, wie viel Prozent der Muskelfasern sind aktiviert. Und im Prinzip kann man da sehen, kleinere Muskeln erreichen eine höhere Aktivierung durchgehend. Wir reden davon, dass ein Bizeps 98, 99% Aktivierung hat und Quads so im Schnitt 80, 82%. Isometrische Kontraktion, also in einer gestreckten Position quasi, Ja, oder genau. beziehungsweise in einer kontrahierten Arm hier, Bein gestreckt, einfach Gewicht halten. Genau, einfach, genau, und dann kannst du eben messen, quasi wie viel Prozent sind zum Schluss aktiv.
klar, wenn ich da jetzt einen Elektrosensor draufpacke und den Muskel schocke, dann kriege ich auch 100% aktiviert, aber das passiert ja quasi bei der freiwilligen Kontraktion nicht, ne? Ja. Deswegen nennt sich es freiwillige Aktivierung und nicht Aktivierung. Und ja. Auch hier wieder, ich meine, gibt es wahrscheinlich auch wieder die Experten, nein, keiner ist Superman, es gibt sicherlich Varianzen, es gibt sicherlich Leute, die können ihren Quad zu 80 oder zu 84, 85% aktivieren, aber nein, du bist nicht so krass, dass wenn du dich jetzt ganz fest drauf konzentrierst, dass du 99% aktivierst. Der Durchschnitt sagt uns schon was. Ausreißer gibt es immer, aber die Durchschnitte sagen uns schon was. Und jetzt kommt der Teil 2. Muskelfaserverteilungen können sich pro Muskel unterscheiden, also quasi Typ 1, Typ 2, Slow-Twitch, Fast-Twitch Muskelfasern. Wir hatten es gerade mal zwischendurch, dass diese Typ 2, die Fast-Twitch-Muskelfasern eben schlechter sich von Schaden regenerieren können. So, jetzt haben auch noch zum Beispiel die Armmuskeln einen höheren Anteil an Typ 2 Muskelfasern. Wir hatten es auch. Es wird immer, Size Principle nennt sich das, es werden immer die niedrigen Muskelfasern zuerst aktiviert und irgendwann dann die höherrangigen. Die höherrangigen sind fast immer Typ 2 Muskelfasern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe überall 50-50 Typ 1, Typ 2 Muskelfasern, erreiche aber im Quad nur 80% Aktivierung, dann sind das 50% Typ 1 Muskelfasern und 30% Typ 2, weil die erst später aktiviert werden. So, wenn ich jetzt aber im Bizeps 98% Aktivierung habe, dann habe ich 50% Typ 1, 48% Typ 2 Muskelfasern. Das heißt, deutlich mehr Muskelfasern, die deutlich schneller Schaden davon tragen. Und dementsprechend kann ich sagen, der Bizeps hat erstens sogar mehr Typ 2 Muskelfasern als viele andere Muskeln und hat zweitens eine hohe freiwillige Aktivierung. Das heißt, wenn ich was über den Bizeps sagen kann, dann, dass er zusammen mit Trizeps in der Brust einer der anfälligsten Muskeln für Muskelschaden ist. Und das lässt sich eben recht objektiv, sage ich mal, messen und deswegen sind auch die meisten damit gut damit bedient, weniger Armvolumen zu fahren. Also, krass. Ich sag's mal, sie stehen am Ende vom Training, weil ich sag's mal, du brauchst jetzt keinen Armfokus, deine Arme sind gut, aber das ist jetzt kein Volumen, das für deine starken Arme jetzt irgendwie massiv nach unten geschraubt ist. Wenn jetzt jemand sagen würde, er hätte eine Armschwäche, würde ich ein sehr vergleichbares Volumen wie das hier einfach nur nach vorne ziehen, aber nicht erhöhen. Ja, und ich glaube, das ist so eine Sache, was, ich will immer nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich sag mal, 80% der Leute, Schritt Nummer 1, meine Arme wachsen nicht, oh ja, ich mache mehr Armübungen. Und das ist dann quasi so der selbstgeschaffene, der Freitod eigentlich, weil man dann genau das Gegenteil erreicht. Ne? Ja, und da muss man sagen, also die Brust ist sogar noch krasser. Also die Brust hat noch etwas mehr Typ 2 Muskelfasern, auch sehr hohe freiwillige Aktivierung. Also auch bei Brustübungen, Mittel Nummer 1, wenn Progression stagniert und alle euren anderen Faktoren nicht stimmen. Volumen. Ihr fresst euer Essen so, wie ihr sollt, ihr schlaft, wie ihr sollt und so weiter, weniger Volumen. Ja. Und Junge, das Ding ist jetzt schon wieder gut, der Podcast, Mann. Es wird schon wieder Input. Also macht Alarm in den Kommentaren. Ja. und lasst vor allem ein Abo da, weil hier kommt noch viel mehr. Ja, gerne. Ich sag's mal, jetzt ein anderer Gedanke, wir haben hier wieder im Prinzip Scott Curl, das heißt, was wir hier wieder haben, müssen wir jetzt nicht immer wieder ausführen halt, aber im Prinzip wieder zwei Sachen. Erstens unilateral, zweitens stabilisiert. Und ich schaue halt eben immer, das hatten wir auch, dass man im Prinzip sagt, hey, ich würde immer versuchen, zumindest aufzuzählen, Bizeps, Brachialis, Brachioradialis. Und dazu gibt es eigentlich einfache Prinzipien. Bizeps, klar, das kennt jetzt jeder, also wenn Bizeps ist der Bizeps, Brachialis ist quasi der Muskel, der hier diesen Übergang bildet, der ich auch helfen kann, wenn der Bizeps ein bisschen kürzer ist, diesen optischen Raum hier aufzufüllen. Ich habe das auch recht stark, dass wenn ich jetzt sozusagen hier sage, ich spanne jetzt von hier nach hier, mein Bizeps ist sehr kurz. Brachialis hilft ein bisschen, das optisch auszugleichen, sozusagen halt. Ne? Ich glaube, bei dir, du hast das Problem gar nicht, weil der Bizeps hier in den Arm reinhängt. Ja, genau. Man sieht es aber trotzdem, ne? Genau. Und deswegen versuche ich immer, alles abzudecken. Ganz einfache Sache. Brachialis ist am leichtesten beantwortet. Wenn ihr den Brachialis trainieren wollt, einfach nur einen Hammergriff, egal wie. Und der Brachialis wird den besten Hebel der Armbeuge haben. Du kannst Brachioradialis, wenn du irgendwas im Obergriff machst, wird er automatisch am meisten arbeiten. Man kann aber auch mit dem Lastprofil von Curl-Varianten unterscheiden. Der Bizeps wird immer in der ersten Hälfte am meisten arbeiten, der Brachioradialis in der zweiten Hälfte. Das heißt, je nachdem, wo ich die Übung am schwersten mache, oder wenn ich zum Beispiel sage, ich halte die Kontraktion länger, kann ich da so ein bisschen hin und her spielen. Aber das war jetzt auch nur die Trainingstage unterbekommen. Erstmal nur das Wichtige, quasi zwei Übungen für die Armbeuger. Und ich glaube, dann zum Schluss das Beinheben, das hast du auch in der Mobility-Routine drin, ne? Genau, habe ich heute Morgen Bauch gemacht? Nee, heute Morgen war Mobility. Ich mache das immer im Wechsel, haben wir ja am Anfang auch einmal besprochen mit meinen ganzen
Rentner-Rehabilitationsübungen und meine Mobility und dann mache ich die ganzen Planks und Core-Sachen immer morgens. Ja. Ja, und ich meine, das sind halt auch für jeden, das sind so die zwei Sachen, das habe ich eigentlich in jedem Plan drin, halt Plank und Beinheben, weil es geht hier wirklich nicht nur um Bauchmuskeltraining, es geht um Rumpfstabilität. Weil auch wenn die meisten Übungen hier sitzen mit Polstern und Stabilisitzen und so weiter, ich hatte das auch, ich habe genau diese Dinge vernachlässigt und man braucht diese Rumpfstabilisierung schon immer noch. Und dementsprechend, wenn wir sie eben nicht trainieren, weil wir halt eben hier nicht den ganzen Tag Langhantelrudern und sonst was ballern, wo halt eben die Mittelpartie stabilisieren muss, dann stabilisieren wir sie eben explizit durch Übungen. Fertig. Job erfüllt. So, Legs A. Der ist eigentlich, glaube ich, zum Anfang recht gleich geblieben, aber es hat sich viel geändert. Ne? Wir haben die Glute Bridge Eine. von der Maschine an die Multipresse verlagert. Ne? Jetzt hier also für jeden Unterschied Glute Bridge Hip Thrust. Wenn ihr jetzt vorstellt, ihr habt einen klassischen Hip Thrust, wo er von ganz unten nach ganz oben geht, dann ist eine Glute Bridge quasi nur die obere Hälfte von dieser Bewegung. Also man drückt quasi einfach nur den Glut in die Kontraktion rein und das war's. Auch hier wieder, kürzere Range of Motion ist nicht schlecht. Im Gegenteil, wenn ich von ganz unten komme, ist noch ein bisschen mehr Quad eben mit drin. Und hier, diese Glute Bridge ist jetzt so ein Paradebeispiel davon, wie man keinen Muskelschaden verursacht. Weil man wirklich nur quasi von schon recht relativ verkürzt in voll verkürzt gehen. Und das ist eben eine Und das Position, klappt sogar. die so gut wie keinen Schaden verursacht. Und deswegen seht ihr hier quasi vier Sätze, alle 6 bis 8 und bis auf den letzten eine Rep in Reserve. Und das kannst du jetzt auch bestätigen, das habe ich dir vorher prognostiziert. Du verlierst keine einzige Rep bis zum letzten Ich habe Satz. es jetzt 4 oder 5 Mal durch und es ist echt krank, das geht. Also. Ich bin auf dem Butterfly auch mehr gespannt. Da versuchen wir das gleiche Prinzip nochmal ähnlich zu wiederholen. Aber Blutbridge läuft, ja, habe ich auch nicht Ja, gedacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich da hinten dann irgendwann mit 40 Kilo weniger arbeiten muss, aber und das ist halt nein. eben, und das ist halt immer das für jeden nochmal zur Erinnerung. Performanceverlust bei ausreichender Pausenzeit von 3 Minuten jetzt mal grob. Wieder ein Verlust von Wiederholungen ist immer ein Anzeichen von Muskelschaden und nicht ein Anzeichen von einem erfolgreichen Satz. Hat mir auch sehr weh getan. Für mich war immer Pflicht, ich habe mich immer wie ein Versager gefühlt, wenn ich im zweiten Satz die gleichen Wiederholungen geschafft habe, weil ich gedacht habe, scheiße, du hast im ersten nicht genügend Gas gegeben halt, ne? Es ist Stimmt, man hat sich wirklich ein. gebrüstet, damit habe ich sogar gesagt. Manchmal habe ich sogar gesagt, wenn ich bei so einer Übung richtig weit runter musste, sage ich, ja Mann, das kommt nur, weil ich so krass im ersten Satz trainiert habe. Ja, Ja. hat man dann auch. Ist ja auch so, wenn du das Naja, erste war Mal hier trotzdem mit gut, dir aber ja. trainierst. Und da muss man eben auch sagen, hättest du mich vor 2, 3 Monaten gefragt, hätte ich dir noch genau das gesagt halt, ne? Auch das Ja. ist wieder wichtig und auch für jeden wichtig. Ich habe nicht die Weisheit gefressen und auch niemand anders nicht. Es kann auch sein, dass ich Dinge hiervon in einem Jahr vielleicht nochmal anders sehe. Sicherlich nicht irgendwie elementar anders oder sowas halt, ne? Aber das Ganze hier ist auch ein Entwicklungsprozess. Es geht nicht darum, dass das hier der Weisheit letzter Schluss ist und dass es nicht noch Dinge gibt, die wir noch rausfinden müssen und die vielleicht manche Ansichten verändern werden, ne? Es ist ein Ja, sehr, Entwicklungsprozess. sehr, sehr geil, dass du sagst, weil wir haben ja vor 3 Jahren schon zusammengearbeitet und ich kriege es ja jetzt da eins zu eins mit und das mega geile oder das, was mich halt so überzeugt von deiner Arbeit macht, ist, dass einfach das, was du vor 3 Jahren gesagt hast und jetzt, es ist ja nicht so wie, vor 3 Jahren war die Welt eine Scheibe, jetzt ist die Welt rund. Ne, also ganz viele, die überwerfen sich ja innerhalb von einem halben Jahr, da denkst du dir so, okay, vor einem halben Jahr war das cool, jetzt ist das cool, jetzt ist das cool. Es ist auf 90 oder 95% immer noch der gleiche rote Faden, der sich durchzieht, aber eben so diese kleinen, feinen Änderungen. Ja, ist schade für die Zuschauer, dass ihr das jetzt nicht so mitkriegt, aber ich krieg's mit, ihr müsst mir halt einfach glauben. Es ist wirklich cool, das zu sehen, wenn man jetzt einfach mal die 3 Jahre voll mit dir gearbeitet hätte oder vor 3 Jahren und jetzt halt wieder. Und das ist halt, und ich sehe es auch, ich sag mal, mir ist auch eben wichtig, es funktioniert alles. Also es ist jetzt auch zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt bei meinen Leuten im Coaching dann eben alle 4 Wochen sage, oh, ich habe jetzt eine marginale neue Erkenntnis, jetzt schmeiße ich deinen Plan um und jetzt schmeiße ich deinen Plan nochmal um halt. Ne? Ja. Man muss auch immer sagen, man muss ein System nicht verändern. Man muss es nicht verändern. Ich habe Ich Leute. habe super, dass du es sagst. Ich habe es genauso. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit 1, 2, klar, die eigenen Coaches, die schreiben dann ja auch so, hey, bla bla bla. Und dann hat man da mal ein bisschen was angepasst. Ich habe auch mal so, sage ich, Sachen, die ich jetzt von dir, wie du immer mal mit reingenommen. Aber prinzipiell habe ich auch einfach so gesagt, pass auf, der Plan steht. Wir können da mal eine kleine Feinheit verändern. Ja, und das kann man.
eigentlich sozusagen, so wie du sagst, das ist ja das ganze Leben lang, wo man sich ja eigentlich irgendwie so immer Stück für Stück selbst optimiert. Genau. Das muss man eben auch sagen, im Prinzip auf Athleten, egal ob Wettkampf oder Hobbyathlet, man ist immer auf unterschiedlichem Ausführungsniveau. Und wir reden hier wirklich von den letzten Prozent Feinschliff. Und wenn eventuell, sag ich mal, wenn wir jetzt aber erst, wenn jemand erst bei 80% ist, dann muss man nicht die Änderung für von 98 auf 100% implementieren, sondern erstmal auf 98% sich hocharbeiten. Und das ist alles, wie gesagt, das ist für mich alles hochflexibel. Und das ist, ich hab Leute, da musste halt eben wirklich, die machen alles richtig und da stagnieren Übungen nach 8 Wochen. Und ich habe wirklich einen, der fährt original seit einem Jahr exakt dasselbe Beintraining und macht Progression. Also da ist nichts richtig und nichts falsch. Und vielleicht, ich glaube, mir ist noch ein gutes Beispiel eingefallen. Was hat sich denn an meinen Ansichten zum Beispiel geändert? Bizeps-Training nochmal schnell. Wir hatten es mit Ja, langem und Mann. kurzem Bizepskopf. Ja, ich wollte es irgendwie schon mit ansprechen. Ja. Ja, und im Prinzip, der Stand ist auch der, du kannst quasi, wenn du eine Den Verkürzung hast, Armwinkel. wo die Schulter höher ist, wirst du ein bisschen mehr vom Kurzen Den aktivieren kurzen und Kopf. wenn die hier ist, Genau. ein bisschen mehr vom Langen. Das hatten wir damals auch gemacht. Aber letztendlich, und das ist so das Beispiel, was ich dann auch immer nehme, so kannst du mir einen auf der Mr. Olympia Bühne sagen, der mehr kurzen oder langen Bizepskopf bräuchte. Und das ist halt, das ist, Ja. und das Zweite ist halt eben auch, wir reden hier von marginalen Unterschieden in der Aktivierung. Viel wichtiger ist eben dieses Lastkurventhema, damit zwischen Bizeps und Brachioradius zu unterscheiden. Und alles Ja. andere ist eben sehr, sehr, sehr genetisch halt, weil man muss da eben auch sagen, kann man auch so einen Schwung zum Beintraining nehmen. Man kann zum Beispiel auch, das ist vielleicht eine Frage, die kommen wird, kann man verschiedene Quadrizepsanteile irgendwie mit verschiedenen Übungen aktivieren. Und der Rectus femoris ist der einzige Muskel, der quasi zweigelenkig ist, ne, also am Knie und an der Hüfte ansetzt. Alle anderen drei Muskeln vom Quad setzen nur am Kniegelenk an. Du kannst theoretisch mit verschiedenen Lastkurven das minimal priorisieren. Jetzt kommt aber das Problem dabei. Es gibt, das nennt sich Neuromechanical Matching, das heißt einfach nur, dein Körper benutzt immer den Muskel, der am stärksten ist. Das heißt, wenn du jetzt quasi einen sackstarken Vastus medialis und einen verdammt schlechten Lateralis hast, und jetzt machst du eine Lastkurve, die etwas angepasst an den Lateralis ist, dann ist ein Medialis immer noch der brachial dominantere Muskel und dein Körper sagt, hey, ich bin effizient, mir ist scheißegal, was du sagst, ich benutze den Muskel Aber trotzdem ich, mehr. ja. Und deswegen ist es, Muskelansätze und so, ich sag mal, sowas zu verändern, ich würde mich nicht da drin verlieren, sondern dann auch einfach nur sagen, hey, was weiß ich zum Beispiel, wenn mir der Außenschwung fehlt, mach's wie Brandon Curry und Co. John Jewett besorgt dir einfach einen Alu-Tour aus der Hölle. Den kannst du immer noch mal Oh. hochballern. Ja, gut. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich schlau bin, eine Kniebeuge, mal davon ab, ob sie jetzt Low Bar oder High Bar ist, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass ein starker Muskel immer mehr arbeitet. Es gibt Leute, die bauen mit einer Kniebeuge einen riesen geilen Arsch auf. Und es gibt Leute, die bauen mit einer Kniebeuge einen richtig fetten Quad auf. Ich denke mal, das wird so ein Ding sein. Du kannst halt, ich sage es immer so, ich sage immer, der Muskel, der in der günstigsten Position ist, übernimmt die meiste Arbeit, oder der Muskel, der am stärksten ist, ist er dann auch gar Genau. nicht so richtig in der Genau. günstigsten Position, sondern Genau. ja, Guck doch, mal, ja. und dazu kommen, aber das ist richtig. Also, ich meine, per se ist die Kniebeuge jetzt ja nicht mal eine gute Glutübung halt, aber trotzdem ist bei mir auch von den Kniebeugen hauptsächlich der Arsch fett geworden. Und dazu kommt eben auch das Koordinationsmuster, das du gelernt hast. Weil auch das kann zum Beispiel dazu führen, jetzt sagen wir mal, du hast eine recht ausgewogene Kniebeuge. Das heißt, du hast ähnlich viel Knieflexion und Hüftflexion. So, das heißt, dein Körper sendet jetzt sozusagen halt im Prinzip immer 4 Einheiten Aktivierung ans Kniegelenk, 4 Einheiten Aktivierung ans Hüftgelenk. So, jetzt hast du aber einen deutlich stärkeren Gluteus, und deutlich schlechtere Quads. Was passiert jetzt? Beide Muskeln werden gleich viel aktiviert, aber dein Quad versagt vorher. Und dann siehst du, dass Leute anfangen, sich im Verlauf vom Satz in der Kniebeuge nach vorne zu lehnen, weil du kannst dein Koordinationsmuster im Satz nicht verändern. Das heißt, dein Quad ermüdet, dein Körper sagt, okay, ich soll aber weiter eine Kniebeuge machen. Wie kriege ich jetzt die Kniebeuge weiter hin? Ich muss meinem Arsch einen besseren Hebel geben. Deswegen 100 also. Pro. Und deswegen ist das immer individuell. Aber damit springen wir auch mal wieder genug Ausflug hier. Ja, voll gut. Wir schaffen wahrscheinlich einfach nur die A-Rotation wieder. Ich glaube, wahrscheinlich lassen wir es doch. Vielleicht improvisieren wir hier doch und machen dann A-Rotation und dann machen Ich war schlau. Ich habe extra nicht bei dem ersten Teil so einen Strich mit 3 gemacht, sondern ich habe einfach nur Teil 1 geschrieben, weil ich mir gar nicht so sicher war, wo wir hinten rauskommen. Ja. Und jetzt, aber dann springen wir mal wieder rein. Also, ich meine, Beinbeuger sitzend, also erstmal für jeden, die absolute Präferenz im Beinbeuger ist ein sitzender Beinbeuger. Sitzen, ja. Immer.
Erstens, weil stabilisiert. Zweitens, mir nochmal wichtig, da kann man nochmal eine extra Folge irgendwann zu machen oder zumindest eine Teilfolge halt. Es muss nicht jeder fucking Muskel so oft und so viel wie möglich im Stretch trainiert werden, aber tatsächlich ist für den Beinbeuger einfach nur fürs Muskelwachstum besser, eine etwas gedehntere Position zu haben. Die habt ihr, weil quasi eben sitzt, also 90 Grad Beugung im Hüftgelenk. Ich glaube tatsächlich auch Bizeps ist einer, der sehr, sehr gut auf die gestretchte anspricht, ne? Genau, der Bizeps hat ja auch eben, weil er halt eben in dieser ersten Hälfte den besten Hebel hat, zu sagen halt, ne, sollte es auch hier am schwersten sein. Und das ist zum Beispiel, das ist auch ein schönes Beispiel fürs Programming. Wenn du den Bizeps priorisieren willst, dann kannst du ihn nicht in einer verkürzten Position zuerst trainieren, weil die verkürzte Position mehr Brachioradialis ist. Dementsprechend auch hier, das sollte Schicksal, du kannst halt nicht den Schaden vermeiden. Auch hier wieder zeigt sich halt eben, es lässt sich nicht immer alles, es lässt sich nicht jedes einzelne Prinzip überall implementieren. Ne? Ja. Und im Prinzip, warum sitzend einzeln? Ich bin eh ein Fan davon, wie immer, unilateral höhere Aktivierung und vor allem wärst du da irgendwann mit einem Stack gegen die Wand gelaufen und wahrscheinlich ist es sehr schwer, da extra Gewicht dran zu machen. Ja, ganz viel, was wir im Plan am Anfang schon bei der Aufstellung hatten, war einfach die Limitation an Gewichten in einem Fitnessstudio. Ne? Ja, genau, das ist halt, da muss man halt eben einfach immer schauen. Und ich meine, dementsprechend im Prinzip hier, ich meine, Beinburger kann man nie genug haben und ich finde es immer gut, quasi damit aufzuwärmen halt. Ne? Die Glutbeschutz immer am Anfang, erstens, weil dein Fokus Glutes ist und zweitens, weil dieses Ding, wie schon gesagt, selbst wenn du den letzten Muskelversagen machst, dieses Ding produziert keinen Schaden. Du könntest das theoretisch auch achtmal spammen und solange du das Prinzip einhältst, wird es trotzdem klappen halt. Ne? Dann Adduktor, habe ich dich auch gefragt, können wir den Adduktor an die Stelle setzen oder wirst du ansonsten eben auch zu stark dafür? Weil, ey, muss man sich ja Illusionen machen, jeder, der halbwegs weit ist, klebt auch ein oder zwei 20er halt eben da dran. Was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist jetzt hier, seht ihr bei der Klasse, im Prinzip eben drei in der Kontraktion. Und das würde ich auch im Zweifel noch auf bis zu 5 Sekunden in der Kontraktion hochtreiben. Und dann eben einfach nur, der Adduktor ist da gut, aber wenn du halt irgendwann zu stark bist, packen wir ihn halt nach hinten. So ist es halt. Genau, ist jetzt voll gewesen die Maschine, aber ich denke mal, da geht noch was. Und ich bin auch, das ist so eine Sache wie vorher, ist Adduktor, oder wie soll man das denn? Also beim Adduktor fällt es mir extrem auf, dass ich einen sehr, sehr hohen Output habe. Mhm. Ist das, macht das anatomisch der Adduktor, weil der, weiß ich nicht, wie der Bizeps viel eine hohe Faseraktivierung hat? Also du hast das Gefühl, dass du viel Schaden verursacht sozusagen? Oder? Genau, ich habe das Gefühl, dass gerade der Adduktor, wenn ich den ersten Satz, sage ich mal, mit Fullstack und Zusatzgewicht knalle, muss ich im zweiten 50 Kilo runter, um zu treffen. Also jetzt natürlich nicht. Ich habe es beim letzten Mal durch, aber ich muss auch hoch. Aber so war das früher immer bei den All-Out-Sätzen. Also ich sage mal, das Problem ist, für den Adduktor gibt es quasi diese Messungen über die Aktivierung und über die Faserverteilung nicht. Aber es wäre zum einen, ich sage mal, naheliegend, wenn wir jetzt eben wissen, dass tendenziell das, was uns die Aktivierungsdaten und auch die Faserverteilung sagen, ist immer tendenziell, je kleiner ein Muskel, auf jeden Fall, umso höher die freiwillige Aktivierung, das wissen wir recht sicher. Mhm. Und ich sag's mal, selbst wenn die Faser, man muss halt immer bedenken, die freiwillige Aktivierung, die Muskelfaserverteilung, vielleicht aber wichtig zu sagen, wir reden hier von marginalen Unterschieden. Ne? Wir reden hier davon, dass es sich irgendwie zwischen 45% und 55% und 55% und 45% unterscheiden kann. Das heißt, die freiwillige Aktivierung ist viel entscheidender, weil ich eben je höher die Aktivierung ist, umso mehr komme ich eben in diese Typ 2 Muskelfasern rein. Egal, ob ich ein paar Prozent mehr oder weniger habe halt. Ne? Und dazu hast du halt auch eben hier, du hast eine Isolationsübung. Also hier im Prinzip bei allen anderen Sachen, wenn du eine tiefe Kniebeuge machst, eine Ass-to-Grass-Kniebeuge oder eine 90-Grad-Kniebeuge ist vor allem mehr Adduktor in der letzten Tiefe. Aber da sind natürlich auch zig andere Muskeln aktiv, dementsprechend weniger Aktivierung. Also klar, isoliert, also es ergibt schon Sinn, würde ich sagen, ja. Ja. So, und dann im Prinzip als nächstes Strecker, auch hier wieder einzeln, weil ansonsten zu viel Kraft und warum eben nicht hier. Wie gesagt, das ist wieder, je fortgeschrittener du bist, im Prinzip fortgeschritten oder schwacher Muskel, unilateral, stabilisiert, am besten noch tiefe Rep-Range, Feierabend. Beim Strecker, ich meine, da können wir nochmal eine extra Folge für machen und im Prinzip dein Reha-Programm auch nochmal besprechen, so als Teaser. Ja, wollte ich gerade anhauen, da kamen auch richtig viele Fragen. Auch hier nochmal, ich schreibe es auch immer allen, ich habe mir das jetzt nicht selber ausgedacht, obwohl ich tatsächlich das mit dem isometrischen Halten, wenn man sich einfach mal selber ein bisschen schlau macht, fast alle Rehabilitationsarten kommen irgendwo auf Isoholz, ob es jetzt ein Wall-Sit ist oder am Strecker, aber ist Gold wert. Ich habe es jetzt schon so vielen geschrieben, wirklich, macht das,
Und ratzfatz, nach 2, 3 Wochen habt ihr schon die ersten Ergebnisse. Machen wir ein extra Ding. Mit diesem Pistol Squad Schmerz ein, bla bla bla. Ja, müssen wir Genau. nochmal machen. Also ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele Probleme mit. Ja, und das war noch, und das ist vielleicht auch wichtig, es hat einer bei dir in den Kommentaren im letzten Video geschrieben, was kann ich machen, um diese Gelenkstärkung zu erreichen, wenn ich eben verletzt bin und nicht schwer trainieren kann, unter 10 Reps? Isometrie. Genau, auch da. Im Bereich Ja. ganz, ganz grob, es kann bei jedem Gelenk helfen, wir machen es noch im Detail, aber dass jeder so ein kleines Takeaway hat. 15 bis 30 Sekunden bei 80% Intensität, das ist im Moment so das Beste aus den Studien halt, Oh, ne? Telefon! Ach so, das ist mein Spritzenwecker, damit ich meinen ganzen Stoff immer rechtzeitig nehme. Rein damit on cam. Nee, also im Prinzip so jetzt im Prinzip sieht auch jeder hier die ganzen Isolationsübungen am Anfang halt, ne? Tendenziell könnte man jetzt sagen, oh, Beinbeuger, gedehnte Position verursacht Schaden, könnte man weiter hinten machen. Man kann nie genug Beinbeuger haben und von daher ist auch hier wieder einfach sinnvoll, das an Anfang zu machen halt, ne? Der RDL, wir hatten am Anfang im Prinzip an beiden Tagen eine Hyperextension-Variante drin. Und hier kommen wir auch wieder zum Spaßfaktor von dir. Ja, du musst dann noch das musst du nicht das RER wegmachen noch? Das muss ich wegmachen. Der hat Dürfte ich uns nicht, dürfte ich doch nicht. geeinigt, ne? Ja, wir hatten mal. Ja, ich dürfte einen Satz nur machen, aber dafür dürfte ich den All-Out gehen. Warte mal, ich greife mal hier auf die Tastatur rüber, machen wir hier live. Zack. Ach, guck mal. Genau. Nee, und im Prinzip hier auch wieder Spaßfaktor, weil jetzt auch hier wieder, ich meine, da würde Jordan Peters mich jetzt für umbringen und obwohl ich ihn sehr liebe und er auch absolut mal der Godfather von denen ist, die mich auf diesen Trip gebracht haben halt, ich sehe es nicht wie Jordan Peters, dass du so viel und so schwer wie irgendwie möglich heben musst, sozusagen halt für die vollständige Rückseitenentwicklung. Ja, er Und ist ja absoluter Fan von, ja. ich habe dir ja gesagt, im Prinzip war eben, was haben wir? Wir haben im Prinzip Beinbeuger, Glutes und unteren Rücken damit. Und ich habe dir ja gesagt, wir können das alles auch effizienter mit einer Hyperextension erreichen. Die haben wir am anderen Tag, die kommt nächstes Mal, da kommt auch nochmal eine schöne Variante für alle. Die ist Butter, die ist. Aber im Prinzip, ich habe dir ja schon den Density Day weggenommen und dann waren da einfach nur deine Schmerzen. Vielleicht kannst du mal deinen Gedankenprozess sagen, aber du hast einfach Bock, schwer zu heben halt, ne? Ja, ich hatte den Density Day drin, angedenken an Jordan Peters, weil ich selber den auch absolut feiere, mir ganz viel Trainingsinput da hole. Und ich glaube, das war auch das, was mich eigentlich ins Nirvana trainiert hat, was meine Regeneration angeht. Also genau der Tag war das mit den ganzen schweren Hebesachen, die einfach viel zu viel Regeneration gekostet haben. Ich hatte einen Satz SLDLs, einen Satz RDLs und danach hatte ich noch die Deadstop Rows von ihm drin. Ja, das reicht wahrscheinlich für 5 Trainings. Ja, eben, es ist halt einfach wahnsinnig schwer zu regenerieren halt, ne? Und das ist Und eben. es ist wirklich in dem Fall, es ist eine Übung, boah, ich wüsste nicht, was mir einer, wie mir das einer schmackhaft machen sollte, wenn ich nicht zumindest an einem einzigen Tag in der ganzen Rotation irgendwas Schweres vom Fußboden heben darf. Oder in diesem Fall ist es ja nicht vom Fußboden, aber einmal möchte ich irgendein schweres Zeug durch die Gegend heben, ja. Und deswegen hier auch wieder, natürlich tut das Ding auch seinen Job, ne? Und hier auch wieder halt, ne, im Rahmen der Regenerationskapazität haben wir gesagt, okay, Hyperextension wären 2 Sätze gewesen, dann machen wir halt eben nur einen Satz RDL. Aber das ist halt eben auch so elementar und ich meine, das macht in allen Fällen, ich meine, da hast du, da haben wir beide auch 100 Praxisbeispiel für, es geht auch immer um Kommunikation. Auch hier wieder. Ja. Wenn du in den Tag reingehst und denkst, geil, heute einen Satz RDLs wegballern, dann hast du die ersten 4 Übungen, denkst dir schon so, yo, gleich Shepherds. Oder du denkst dir die ersten 4 Übungen lang, so, jetzt doch die scheiß Hyperextension hinterher, ich will heben. Ja, ist so. Ja, ich bin mega professionell und ich würde wahrscheinlich mir versuchen, 95% Mut zu geben, aber die 100%, die kriegst du von mir, wenn du mich schwer heben lässt den Tag, ja. Und von daher hier einfach nur Bewegungsmuster für Beuger und Glutes, das ist der Hauptfokus halt. Und damit ist gut im Prinzip. Ja. Deswegen auch nicht vom Boden, ist das mal alles, was jetzt dann noch tiefer als eine RDL geht, ist einfach noch mehr unterer Rücken. Ist jetzt nicht schlimm, Rückenstrecker, aber macht genau. man auch nicht. Genau. Ja, und sieht man auch ganz gut eigentlich, ab wann er arbeitet. Also bei mir ist ganz, ganz weh. Also der Hüftvorschub ist, glaube ich, schon 20 cm vorher vorbei. Ich hatte einen ganz, ganz langen Weg irgendwie von unten raus. Hatten wir ja auch eben, also das mal wie dominant so ein RDL halt eben ist. Und das kommt auch sehr elementar darauf an, hast du lange Beine. Eben, also wenn ich zum Beispiel einen Stiff Leg Deadlift mache, dann hebe ich aus der Negativen. Ja, genau, fast. Also der Oberkörper ist schon fast nach unten. Ne? Genau. Ja. So, und jetzt kommt der Quad Compound. Ist das mal auch noch ein kleines Ding, was wir uns fürs nächste Mal aufheben.
warum du jetzt keine komplett gedehnte Position mehr im Training hast und warum wir die durch statisches Dehnen erreichen. Ah, Das erklären wir beim nächsten Mal noch, weil das sprengt einfach ja. den Rahmen. Ja. Aber schon mal so als Teaser vorweg, für jeden, der jetzt ein bisschen tiefer in den Themen ist und von Stretch-Mediated Hypertrophy jetzt schon gehört hat und so weiter halt, das können wir auch auf anderen Wegen erreichen, gerade bei fortgeschrittenen Athleten. Und hier kommt jetzt eben, wir haben jetzt ja deine Reha angesprochen, du hast die Knieprobleme. Also von daher war jetzt hier eben die Frage, was können wir einfach nur als Quad-Compound machen mit halbwegs guter Tiefe, was du eben schmerzfrei machen kannst, ne? Genau. Und hier, Da war's. hier haben wir jetzt einfach nur von 45 Grad bilateral auf unilateral umgestellt, ne? Genau. Habe ich auch gesagt, passt. Reverse blaues Band, also im Prinzip das blaue Band ist das stärkste überhaupt. Würde ich jetzt bei einem komplett gesunden Knie sagen, Nicht machen. Sollte man, ich würde Band spannen oder auch ein Reverse Band würde ich immer begrüßen halt, aber ich würde wahrscheinlich ein etwas weniger starkes spannen, aber das ist so auch kein bisschen schlechter und so gehen wir komplett auf Sicherheit für dein Knie, weil klar, je tiefer du gehst, umso mehr entlastet es und es spricht nichts dagegen. Wie gesagt, man muss Genau. immer ein bisschen gucken, was funktioniert. Wir haben hier eine stabilisierte Bewegung und es ist gerade für einen fortgeschrittenen Athleten ist es echt verdammt zweitrangig, ob er jetzt eine Beinpresse und einen Hack Squat macht. Früher, auch hier zum Beispiel wieder, das können wir beim nächsten Mal noch mehr aufräumen, wo haben sich meine Ansichten geändert? Früher hättest du von mir 100% eine Beinpresse und ein Kniebeugenmuster bekommen, weil ich gesagt hätte, Herr, die Beinpresse ist eher in der Mid-Range, ein Kniebeugenmuster ist eher in der vollgedehnten Range. Letzte wäre die Kniebeuge gewesen, ja, stimmt. Und auch hier, es ist nicht zwingend nötig. Zum Ja. ganzen gedehnten Thema kommen wir vielleicht nächstes Mal ausführlich. Und dann zum Schluss im Prinzip Wadenheben oder Beinpresse. Wadenheben Basics, erstens in meinen Augen, macht nur Wadenheben mit gestreckten Beinen, weil im Prinzip gebeugte Beine sitzen das Wadenheben, Gastrocnemius, der große Wadenmuskel, ist eine aktive Insuffizienz, also kann eigentlich fast gar nichts dazu beitragen. Es ist hauptsächlich Soleus. Jetzt kommt aber der Witz, der Soleus ist hauptsächlich aktiv auf der Plateauregion. Das heißt, wenn der Fuß in einer neutralen Position ist. Das heißt, in dem Moment, wo dein Fuß einfach nur stabil auf der Plattform steht, der steht ja nicht stabil, weil dein Gelenk daran klebt. Der steht fest, weil deine Wade das Gelenk festhält. Und das wird hauptsächlich vom Soleus gemacht. Das heißt, der Soleus kriegt jede Menge Reiz, wenn er deinen Fuß auf der Plattform stabilisiert, alleine schon halt. Ne? So. Das heißt, wir wollen für den Gastrocnemius erstens, wir wollen gerade Beine haben. Zweitens, warum sollen wir den Kack noch durch die Wirbelsäule ableiten und stehendes Wadenheben machen, wenn wir das Gewicht durch die Hüfte ableiten können und so weniger Last auf dem Gesamtkörper haben? Deswegen für mich immer das Ziel der Wahl, Wadenheben an der Beinpresse oder halt, wenn ihr die Glücklichen seid, die eben so eine Wadenhebenmaschine habt, wo man sich mit gestreckten Beinen reinsetzen kann. Natürlich noch besser, aber sieht man selten leider. Ich am Wochenende die Donkey-Maschine. Ja, genau, zum Beispiel so Donkey-Wadenheben wäre auch so, genau auch so ein Beispiel, ne? Ja, absolut. Ja, Und bei aber Waden. voll klappt super gut mit Waden. Also ich trainiere schon seit 2 Jahren meine Waden wie ein Behinderter. Deswegen war mir das tatsächlich am Anfang ein bisschen wenig. Also ich habe deinen Rat eh, also das haben wir ja damals schon vor 3 Jahren, aber das hätte ich wahrscheinlich noch selber zusammengekriegt, dass der Stehende da deutlich effektiver ist, weil wir einfach auch den Hauptanteil der Wadenmuskeln treffen. Ich habe aber tatsächlich, ich habe den immer auf 2 gefahren, den Sitzenden auf 1 und habe mir da immer eine Platte gemacht, ob das für die Wade reicht. Die letzte 3. Ja, genau. Keine Also Ahnung, vom Gefühl her ist das Ding. Also ich habe die stehenden Waden, also jetzt ist ein Insider, Uwe, herzlichen Gruß, ich weiß gar nicht, ob der im Internet unterwegs ist. Es gibt einen Servus. Fitnesspark, da ist eine sehr, sehr geile Gym 80 stehende Wadenpresse. Und die hat er umgeschweißt mit diesen Aufnahmen, wo man noch, da waren, ich weiß nicht, da hatte ich wahrscheinlich schon 300 Kilo drauf. Ich bin so stark geworden, weil ich so lange meine Waden trainiert habe. Ich weiß, Muskelkater ist also kein Anzeichen dafür, dass irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Nicht falsch verstehen. Aber dadurch, dass wir die jetzt in dem Stretch mit den 3 Sekunden gehabt haben, vom Gefühl und so vom, also ich sag mal von der Optik, klar, man wird jetzt ein bisschen leaner, aber ich glaube, das hat meine Wadenentwicklung schon ein bisschen nach vorne getrieben. Also auf jeden Fall fühlt es sich sehr, 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 sehr gut an. Ja, und eben hier der Punkt ist halt, können wir auch nochmal zu Thema für die Zukunft, nennt sich im Prinzip Length-to-Tension-Relationships. Können wir als Beispiel vom Bizeps nehmen halt, ne? Wie gesagt, der Bizeps funktioniert hier in der ersten Hälfte der Bewegung deutlich besser. Die Muskeln Wade können auch. an verschiedenen Stellen verschieden viel Output bringen halt. Und bei der Wade wäre ich soweit, also würde ich sagen, zu sagen, scheißt auf die Kontraktion. Ja, endlich sagt mir auch einer.
ihr könnt von mir aus diese Endrange erreichen. Ehrlich gesagt, ich gebe noch nicht mal mehr was drauf, ob ich die oberen 20% erreiche inzwischen oder nicht. Weil man einfach mit dem Gewicht so geisteskrank runter muss, um in diesen Bereich zu kommen. Ja. Wenn man den auslässt, kannst du tatsächlich viel, viel mehr Gewicht benutzen. Genau, du kannst viel mehr Gewicht benutzen und vor allem kannst du das Gewicht erhöhen in der Range of Motion, in der die Wade die meiste Spannung ausüben kann. Und das müsst ihr eben so sehen. Zum Beispiel die Glutes sind so ein Muskel, die können sackviel Druck, sackviel Spannung in der verkürzten Position erzeugen. Und deswegen ist da halt eben von der Fügung des Schicksals die Glute Bridge so ein Traum. Du kannst quasi in der Range of Motion trainieren, wo die Glutes sackviel Output bringen können und erzeugst dabei null Schaden. So, mhm. Jeder, der kleine Glute hat, ist einfach Glute Bridge Spam. Das Beste, was du machen kannst. Und bei der Wade ist es halt eben andersrum so. Die funktioniert halt eben nur in diesen gedehnten Positionen wirklich gut. Und deswegen ist das Wichtigste beim Waden eben die untere Hälfte der Range of Motion und dann eben, wie du sagst, die drei unten. Also ruhig bei Waden wären der einzige Muskel, wo ich sagen würde, hey, gerne auch wirklich ausführlich den Stretch unten halten. Und was mir jetzt nochmal einen Schub vorwärts gebracht hat, habe ich es jetzt nicht gemacht. Bei mir habe ich es gemacht, weil ich da auch so wieder sehr heartbroken über meine Waden war. Ich mache es sogar auch noch genauso, bloß noch unilateral dazu halt, ne, um nochmal einen draufzusetzen. Also wie immer hier. Unilateral ist auch immer noch mal eine Option, aber ich sag's mal, das ist so das Wichtige. Und ja, wie gesagt, das war jetzt. Ach, kann ich auch unilateral machen, ne? Aber krass, ich habe gerade eben gesucht, ich wollte gerade sagen, komm, lass uns die Stunde voll machen. Wo sind wir so bei 40? Alter, ich gucke genau Stunde. Ach so, A-Rotation eine Stunde, ja. Ja, dann machen wir das so, Mann. Machen wir noch einen Teil. Dann würde ich jetzt sagen, wollen wir trotzdem beim ursprünglichen Plan bleiben, dass wir nächstes Mal erstmal eine Q&A-Episode machen, vielleicht für die erste Rotation, für alles andere. Stimmt, ja, geil, passt. Nächste Woche machen wir eine Q&A. Ja. Also, Leute, haut mal unten hier die Kommentare voll. Ja, alles querbeet, ne? Also ja, Training, ne? Nicht Fragen. Trainingsfragen. Kommt so gut oder so? Die könnt ihr woanders stellen. Was ist dein Stack? Das ist die wichtigste Frage. Das hier ist sinnlos. Ja. Also haut hier gerne mal Fragen rein. Ich freue mich tatsächlich auch auf die Fragerunde. Ich werde mir einfach auch ein paar Fragen überlegen. Ja, wir machen das so, Teil 3, dann Q&A, gucken mal, was an Fragen kommt. Eventuell machen wir dann noch, lassen wir uns noch was einfallen und ich würde sagen, der vierte Teil ist dann der abschließende Teil mit der B-Rotation. Genau, dann ist der Teil hier und durch, ja. Wenn das wirklich weiterhin so gut ankommt, ey, dann können wir uns das super gerne, wenn du dazu bereit bist, vielleicht alle 2 Wochen oder jede Woche mal schauen, überleben wir uns ein Thema, vielleicht machen wir auch einfach nochmal eine Fragerunde auf und dann nehmen wir mal hier, was weiß ich, zum Beispiel, welchen Muskel sollte man im Stretch trainieren oder warum? Genau. Wir haben hier schon wieder 5 Themen angesprochen, über die wir eine Stunde sprechen können. Genau. Ja, also, geil, Alter. Das ist alles beliebig tief, also auch eben, es haben letztes Mal, alle, die letztes Mal schon geschrieben haben, ein Herz für Nerd Talk, also wer jetzt noch keinen Kommentar geschrieben hat, Kommentar rein, Like da lassen und supportet eben diese Formate und lasst uns mal so ein bisschen eben hier ein. Wir hatten es schon am Anfang, wir hatten es auch kurz, als wir vorher gesprochen haben, offline halten. Lasst uns hier mal einen Wechsel anstoßen halten und lasst uns hier auch mal Trainingskultur in Deutschland etablieren und weg vom Fokus, die Magie ist im Stoff oder sonst sowas halt. Ich glaube, das kann man auch sagen, ohne dass wir hier über einen Stack sprechen oder sowas halt. Ich glaube, die meisten Bodybuilder können hinter den Kulissen miteinander sprechen und sind nicht besonders erstaunt, was der Stack vom anderen macht. Ja, ist so. Also ich glaube auch, dass es durchgelutscht ist. Das haben die Leute wahrscheinlich tatsächlich schon gerafft, dass nicht der Stack das Entscheidende ist, wie man sich entwickelt, sondern was anderes. Ja, ihr könnt bei Garnicus dich fleißig unterstützen, ne? Code Fabian im Garnicus-Shop, sehr gerne, wer Bock drauf hat, freut mich immer. Ich bin dankbar für jeden Supporter und natürlich eben auch in den Garnicus-Progress-Formaten vorbeigucken. Also im Prinzip, wer Bock drauf hat auf mehr von dem Input, einmal die Woche sonntags kommt von mir auch immer ein Format, entweder mit Gästen raus, da machen wir auch mal noch eine Folge zusammen sowieso. Gerne. Und ansonsten, genau, that's it. Oder ansonsten eben bei Bigson für dich reinhauen natürlich. Ja, bei Bigson könnt ihr natürlich auch mal mit meinem Code hier einkaufen. Wenn ihr es noch nicht macht, ihr müsst diesem jungen, alten Mann auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit geben. Folgt auf Instagram, schickt es euren Freunden. Der Typ ist, was Training angeht, in Deutschland absolut die Koryphäe und verdient auf jeden Fall viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit. An alle anderen, danke fürs Zusehen, Zuhören. Und ich würde sagen, ihr knallt die Kommentare voll, macht hier ein bisschen Welle für unseren Trainings-Nerd-Talk und dann hören wir uns, wir versuchen es nächste Woche wieder zu schaffen. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen, ja. Dann hören wir uns nächste Woche zum Q&A, Leute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sind raus, macht's gut.
Ciao.